Moin und herzlich willkommen bei Voltus. Ich bin Sebastian und ich möchte euch heute erzählen, wie man die Schalterprogramme der ganzen Hersteller so richtig zusammenstellt und worauf man achten muss. Es ist häufig so, dass wir von Kunden gefragt werden, welche Fallstricke es da gibt oder wie das alles zusammenhängt oder wie man es halt macht. Und da möchte ich euch entsprechend dann die häufigsten Fragen einmal beantworten und euch ein bisschen aufklären, damit ihr euch besser zurechtfinden könnt. Deswegen habe ich die sinnvollsten Fragen einmal rausgesucht und ich möchte jetzt einmal der Reihe nach durchgehen und ich möchte beginnen damit, was ein Schalterprogramm überhaupt ist. Als Schalterprogramm versteht man effektiv, dass ein Hersteller sich ein bestimmtes Design sozusagen überlegt und dann haben sie dann entsprechend Abdeckrahmen von Steckdosen, Schalter etc. und die passen alle optisch und von den Maßen und von den Farben zusammen und das ist ein Programm. Und ein Hersteller, Gira, Busch, Jaeger, Jung etc., kann beispielsweise mehrere Programme haben, die in sich alle passen, aber nicht unbedingt übergreifend von Programm zu Programm kombiniert werden können. Und auf der anderen Seite von Hersteller zu Hersteller in der Regel schon mal gar nicht. Das heißt, das Erste, was ihr euch merken solltet, ist, ihr wollt immer in ein Schalterprogramm rein, ihr möchtet euch für eins entscheiden und dann stellt ihr alles aus diesem Programm ineinander zusammen, damit ihr sicher geht, dass alles zusammenpasst. Das Zweite ist dann, worauf müsst ihr dabei achten? Ganz einfach eigentlich, ihr müsst prinzipiell erstmal immer gucken, dass ihr alle Artikel kauft, die ihr braucht. Und das klingt jetzt relativ blöd, aber ihr braucht beispielsweise für eine Steckdose einen Rahmen mit mindestens mal einem Slot, damit die da reinkommt. Und ihr braucht da die Steckdose für. Das heißt, ihr braucht zwei Teile. Es gibt auch Vollplatte-Steckdosen, die werden kaum noch verwendet. Deswegen bleibt einfach immer dabei, dass ihr einen Abdeckrahmen separat kauft, auch wenn es nun einfacher ist, und eine Steckdose. Und die Steckdose enthält dann schon den Unterputzeinsatz, der in die Wand reinkommt. Und die enthält die Zentralplatte aus Plastik, die dann entsprechend in die Mitte kommt und das abdeckt. Sodass ihr am Ende, ich sag mal, alles habt, was ihr braucht. Wenn ihr einen Schalter kauft, braucht ihr schon einen Teil mehr. Denn der Schaltereinsatz, der kommt ohne eine Plastikabdeckung. Und da kauft ihr entsprechend dann die passende Kunststoffwippe dazu. Und ihr kauft auch den Rahmen noch dazu. Also habt ihr schon drei Stücke, die ihr zusammenstellen müsst. Entsprechend müsst ihr darauf achten, dass alles zusammenpasst. Bei anderen Sachen wie zum Beispiel Schalteinsätzen oder von einigen Herstellern gibt es da die beispielsweise Zeitschaltuhren mit einem Relais-Schalteinsatz, mit der Zeitschaltuhr selber da drauf, mit der Plastikabdeckung und dem Rahmen, da sind schon vier Teile. Da müsst ihr darauf achten. Das sind allerdings eher die Ausnahmen. Normalerweise werdet ihr einen Unterputzeinsatz brauchen, eine Abdeckung brauchen und einen Abdeckrahmen brauchen. Entsprechend müsst ihr normalerweise immer auf drei Teile kommen, außer ihr habt eine Steckdose, dann sind es nur zwei. Das könnt ihr aber der Reihe nach auch dann vorher mal auszählen und dann habt ihr nachher ganz eine Liste mit Stückzahlen von was ihr wie viel braucht. Wie erkennt ihr, ob ein Schalterprogramm hochwertig ist? Das ist auch ganz einfach eigentlich. Alle bei uns im Shop befindlichen Schalterprogramme sind definitiv hochwertig. Ihr müsst eigentlich nur darauf achten, was gefällt euch vom Design her am besten, was gefällt euch von der Haptik her am besten und in welchem Schalterprogramm findet ihr alle Geräte für alles, was ihr halt machen wollt damit. Ihr solltet also da Dimmer finden, die passen für eure Szenarien, für eure LEDs oder etc. Ihr solltet vielleicht Zeitschaltuhren finden, ihr solltet Jalousie-Schaltgeräte finden, ihr solltet Schalter finden etc. Ihr solltet die Steckdosen haben und wenn ihr noch irgendwas Spezielles wollt, dann sollte der Schalterhersteller das auch da anbieten. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich frei umsehen und ihr könnt eigentlich beruhigt in unserem Shop einkaufen und sucht einfach nur aus, was euch vom Design her am besten gefällt. Darauf müsst ihr achten und alles andere ist eigentlich immer schon fertig. Typische Fehler bei der Zusammenstellung ist noch ganz wichtig anzusprechen. Das Typischste, was passieren kann, ist entweder Programme vermischen oder Hersteller vermischen sogar. Das heißt, ihr kauft eine Wippe beispielsweise für einen Schalter einfach aus dem Zubehör, klickt die erstbeste Wippe an, weil die eh alle irgendwie gleich aussehen und habt dann blöderweise eine Wippe erwischt, die zu groß ist und gar nicht in euren ausgewählten Abdeckrahmen reinpasst. Das fällt euch blöderweise auch erst auf, wenn die angekommen ist und ihr es zusammenstecken wollt. Also bitte achtet darauf, dass ihr nicht über den Zubehör unbedingt immer die Sachen auswählt, wenn ihr euch nicht sicher seid, sondern dass ihr in die Kategorie des Schalterprogramms geht und da die Wippe auswählt, um sicher zu gehen, dass sie auch zu den Abdeckrahmen passt. Und das Zweite ist, was häufig passiert, dass ihr verschiedene Farben vermischt, die vielleicht gleich klingen, aber nicht gleich sind. Es gibt Hersteller, die haben fünf Weißtöne beispielsweise. Die haben dann reinweiß glänzend, reinweiß matt, reinweiß hochkratzfest, cremeweiß glänzend und aktivweiß glänzend. Und das ist etwas verwirrend. Natürlich sind dann irgendwie drei verschiedene Weißtöne da drin geschildert. Und dann habt ihr allerdings in einem Weißton schon glänzend, matt und hochkratzfest. Und hochkratzfest ist auch glänzend. Allerdings ist das ein anderes Material und dadurch schimmert es im Licht eventuell anders. Also selbst da könnt ihr schon in die Falle tappen und im selben Programm bleiben und in derselben quasi Farbe bleiben. Und es sieht trotzdem komisch aus, wenn ihr es dann mit einem Rahmen kombiniert, der eine andere
Reinweißfarbe hat sozusagen. Ja, das heißt, achtet immer auf die Farbbezeichnung, die vom Hersteller auskommt. Die Farbbezeichnung gibt Aufschluss darüber, was die tatsächliche Farbe nachher sozusagen ist und was man mit was dann kombinieren kann. Ihr könnt natürlich auch Schwarz und Weiß kombinieren, wenn ihr den Kontraste mögt. Das ist kein Problem, aber wenn ihr alles weiß haben wollt, dann empfiehlt es sich, denselben Weißton zu nehmen und nicht nur einen, der ähnlich klingt. Und es empfiehlt sich definitiv auch, beim selben Hersteller zu bleiben, im selben Programm, weil andere Hersteller auch die gleiche Weißbezeichnung haben können. Die können aber farblich trotzdem ein kleines bisschen abweichen. Und da sieht man je nach Lichteinfall dann halt auch deutlicher oder weniger deutlich. Aber es ist halt immer schade, wenn man das dann einmal nicht bedacht hat. Und dann kommt es an und die Enttäuschung ist groß, weil das Weiß irgendwie doch nicht passt. Ja, und das ist effektiv auch das Wichtigste, was man eigentlich dabei bedenken muss. Achtet auf die Farbe, die Farbbezeichnung. Achtet darauf, im selben Hersteller und Programm zu bleiben. Und achtet darauf, dass ihr alles kauft, was ihr wirklich braucht pro Kombination. Sprich, es sind normalerweise drei Teile. Es ist immer der Abdeckrahmen, es ist immer die Wippe oder Abdeckung und es ist der Unterputzeinsatz. Außer bei Steckdosen, da ist das letzte Beide zusammen in einem Artikel. Das heißt, ihr braucht nur den Rahmen und die Steckdose. Und alles andere ergibt sich dann von selbst. Der Rest steht in den Hinweistexten, falls es spezielle Geräte sind. Da steht dann immer drin, mit was es kombiniert werden kann. Aber 90% erschlagt ihr hiermit und dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass wirklich alles zusammenpasst. Ja, und ich hoffe, das hat euch jetzt soweit weitergeholfen und ihr seid ein bisschen entspannter, wenn ihr die Schalterprogramme bei uns zusammenstellen möchtet. Wenn ihr noch andere Fragen habt, schreibt uns gerne einfach in die Kommentare rein, dass wir da vielleicht ein anderes Video von machen oder dass wir euch die da direkt auch beantworten können. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr die nächsten Videos seht und wir euch noch weiterhelfen können. Oder auch das Video einmal liked, falls es euch geholfen hat. Und gerne auch andere Sachen kommentieren, die hiermit zusammenhängen, damit wir ein bisschen mehr Anregungen haben, was sonst noch von euch gefragt wird. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und bis bald.